Was schätzt du, wie hoch ist das Einstiegsgehalt eines Analysten an der Wall Street? Ich sag dir, das sind zwischen 85 und 100.000 Dollar, die jemand bekommt, wenn er direkt von der Universität an die Wall Street geht und dann Analyst wird. So, und ich sage dir jetzt hier, diese ganzen Analysten sind ihr Geld nicht wert. Und warum diese Analysten nicht nur selber sehr viel Geld verdienen, aber dich sehr viel Geld kosten können, darüber sprechen wir heute in diesem Video. 22. Februar 2024, das war ein ganz besonderes Datum, denn da wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Und zwar hat Nvidia seine Zahlen gemeldet und ist an diesem Tag dann in seiner Marktkapitalisierung um 277 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. 277 Milliarden Dollar, ne, das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt dieses Jahr hatte schon mal, im Jahr 2024 hatte schon mal Meta, also die ehemalige Facebook, einen Rekord aufgestellt, 196 Dollar. Und da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Das nächste war dann Apple 22, die hatten mal 190 und so weiter. Also es sind alles Milliarden, riesige Summen. Und es war natürlich auch hier wieder eine riesige Überraschung, was da passiert ist. Und das Ganze ist doch ein bisschen verwunderlich. Lasst uns mal gemeinsam einen Chart anschauen. Und zwar, wenn wir hier mal auf Nvidia gehen. So, dann sehen wir hier den Intraday-Chart und du siehst also hier nach Börsenschluss kamen dann diese Zahlen raus und dann gab es hier diesen riesigen Ansprung der Aktie, also wie gesagt 277 Milliarden. So, was ist jetzt das Besondere und was hat das überhaupt mit diesen aus meiner Sicht völlig überbezahlten Analysten zu tun? Naja, wenn so eine Überraschung kommt, dann könnte man ja sagen, naja gut, damit hat halt keiner gerechnet, aber Nvidia, das ist eine Firma, die gibt es seit 25 Jahren und die wird momentan von über 40 hochbezahlten Analysten an der Wall Street beobachtet. Und da gibt es sogar eine Übersicht darüber und die kann ich dir mal zeigen. Und zwar, wenn wir ein bisschen rübergehen, dann sehen wir das, nämlich hier sehen wir, momentan sind es 42 Analysten, die Nvidia beobachten. Deren Rating aktuell ist ein starker Kauf, ne? Okay. Und das Preistarget ist 791, also an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, ist das ein bisschen geringer. Aber was ist jetzt das Spannende? Und zwar, wenn wir uns das anschauen, wann haben die alle ihre Updates gemacht? Alle am 22. Februar. Das heißt also alles, nachdem es gekommen ist, ne? Nachdem diese Überraschung kam, die übrigens auch schon die letzten Quartale so kam, kam diese riesige Überraschung. Und diese ganzen Analysten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich das Zahlenwerk anzuschauen, die mit den Mitarbeitern sprechen, die mit dem, vor allem mit den CEOs sprechen und so weiter, die also ganz viel Insiderwissen haben, saßen plötzlich mal da und haben gesagt, oh, das hätten wir nicht gedacht und jetzt müssen wir alle unsere Erwartungshaltung nach oben setzen. Und sie haben sie dramatisch hochgesetzt für die nächsten Jahre. So, jetzt könnte man sagen, okay, naja gut, wenn aber jemand so liefert wie die Nvidia, dann ist es halt einfach so. Ne? Gibt es denn da auch andere Beispiele? Und ein anderes Beispiel will ich dir mal zeigen, wo es fast so ähnlich läuft, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Nämlich, wir schauen uns mal hier eine andere Firma an. Und zwar eine Firma, die du vielleicht auch kennst. Und zwar ist das hier die sogenannte Snowflake. Ne? Snowflake, eine Firma, die erst vor einiger Zeit, also noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, an die Börse gegangen ist, ich glaube 2020 oder so. Und also gut, sind jetzt auch schon 3 Jahre oder so. Und Warren Buffett hat unter anderem noch vor dem IPO sich in diese Firma mit eingekauft, riesengroß gehypt. Und naja, dann hat die Aktie sich eben entsprechend entwickelt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ist das momentane Consensus Rating bei Buy. Ne? 33 Analysten gibt es, die das Ganze beobachten. Und das sind, die sagen alle Kauf, Kursziel 207. Wir sehen aktuell 230, also alle ein bisschen darüber. Also der Preis momentan schon darüber. So, und jetzt siehst du vielleicht hier schon etwas, nämlich Pre-Market ist die Aktie 22% im Minus. Weil jetzt an dem Tag, wo wir hier dieses Video aufnehmen, das ist der 29. Februar 2024, ein besonderer Tag, ne? Gibt es nur einmal alle 4 Jahre, den 29. Februar, hat nämlich gestern Nacht hat Snowflake seine Zahlen gebracht. Und jetzt schau dir mal auch hier einen Chart an. Wir gehen mal hierher. Und jetzt siehst du hier, was also nachbörslich, das sind alles Intraday-Charts, was hier nachbörslich passiert ist. 25% ist die Aktie nachbörslich abgerauscht. So, und jetzt kann ich dir sagen, was heute wieder passieren wird.
Heute nach Börsenschluss werden diese über 30 Analysten jetzt wieder hergehen und sagen, oh, das haben wir irgendwie ganz anders gesehen und deswegen müssen wir uns da jetzt ein bisschen anpassen und die werden jetzt wahrscheinlich das alle downgraden und werden das alle nach unten bringen. So, und so gibt es Beispiele, wo die Analysten entweder viel zu optimistisch sind, wie im Falle hier von Snowflake, also überhaupt keinen Plan haben, was da passiert, oder dass sie viel zu pessimistisch sind, wie im Falle von Nvidia, also quasi auch keinen Plan haben, weil, dass die hier so nachbörslich abgestraft werden, dass die hier fast 25% verlieren, das liegt ja nur an einem einzigen Grund, nämlich das liegt daran, dass all die Leute, vor allem die institutionellen Anleger, weil wer handelt denn nachbörslich, das bist ja nicht du oder ich, sondern das sind ja die Instis, die die ganze Zeit sich diesen ganzen Research reinziehen und sagen, ja, Snowflake, alles ganz gut, alles ganz okay. Und plötzlich kommen ganz andere Zahlen, als man das erwartet hat, ne? Obwohl es doch diese ganzen schlauen Leute gibt. Und dann sind sie völlig überrascht, verkaufen. So, und warum reden wir jetzt darüber? Warum ist das so etwas Besonderes mit diesen Analysten? Naja, weil du wahrscheinlich auch noch sehr, sehr häufig getriggert wirst, wenn du irgend so etwas hörst, wie beispielsweise Kursziele. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen extra mal ein bisschen darauf geachtet, weil wir hatten gerade die sogenannte Earnings Season, sehr, sehr viele Earnings kamen heraus, also die Geschäftszahlen. Und nahezu jeder Börsenpodcast, der täglich berichtet, beginnt immer mit folgendem. Der erzählt irgendwie, gestern war das und das, und die Analysten sehen jetzt ein Kursziel von. Das kann höher oder tiefer liegen, aber es wird auch gesagt, die Analysten sehen ein Kursziel von. Wenn du Börsenbriefe liest, Börsenzeitschriften, also auch die noch richtig schön in gedruckter Form oder jetzt mittlerweile vielleicht auch online, dann siehst du ganz, ganz häufig, es wird über irgendeine Aktie geschrieben, es wird beschrieben, hey, die machen das und jenes und so weiter. Und das Kursziel der Analysten liegt da und da und deswegen sehen wir wahnsinniges Potenzial. Oder ich kenne einen Podcast, der sagt dann immer, ja, und deswegen hat diese Aktie ja noch 17% Chance, weil die Analysten sehen momentan 17% Aufwärtspotenzial und so weiter und so fort. Das heißt, dieses, was die Analysten sagen, wird extrem hoch eingeschätzt, wobei die Praxis ist, dass die eigentlich nahezu immer daneben liegen. Und warum kostet dich das jetzt dein Geld? Und das will ich dir mal an einem kleinen Bild verdeutlichen. Bei uns in der Academy haben wir etwas vor einiger Zeit schon eingeführt und wir nennen das sogenannte Ressourcendreieck. So, weil wir sagen, jeder Mensch hat, was Börsenhandel betrifft, drei Hauptressourcen. Das eine ist Geld, das nächste ist Zeit und das dritte ist Wissen. So, und stell dir jetzt mal vor, was du allein, wir fangen mal mit dem Thema hier an, für eine Zeit verplemperst, weil du die ganze Zeit dir diesen, ich nenne es jetzt wirklich auch mal so, Analystenkram reinziehst, ne? Weil du das immer wieder hörst, weil du das immer wieder liest und dass du da vielleicht da auch deine eigene Meinung bildest und die kann positiv und negativ sein, aber du hörst quasi auf eine höhere Instanz, das ist in dem Fall der Analyst. Und wenn eben der Analyst von einer angesehenen Wall Street Bank kommt, ne, von JP Morgan, von Bank of America, von Goldman und so weiter und so fort, dann sagst du eben, naja, die müssen es ja wissen, ne, weil die haben doch viel mehr Wissen als ich. So, und wenn du dann auf die hörst, dann wird dich das wahrscheinlich sehr häufig Geld kosten. Also, es frisst Zeit. Du denkst, die haben mehr Wissen und deswegen steckst du dein Wissen runter, dein eigenes, und am Ende kostet dich das ganze Geld. So, jetzt ist es natürlich nicht Sinn und Zweck von so einem Video hier, dass wir jetzt sagen, das sind alles Vollidioten und wir hauen einfach mal mit der Keule ein bisschen auf die drauf, sondern was ist denn eigentlich die Konsequenz daraus? Und auch das hat wieder hier mit diesem Renditedreieck oder besser gesagt mit diesem Ressourcendreieck zu tun, denn für mich ergeben sich jetzt hier zwei ganz, ganz wichtige Konsequenzen, wenn man sich anschaut, was Analysten zu tun. Und die können wir wieder an diesen drei Punkten erklären. Fangen wir mal an. Konsequenz Nummer eins, höre einfach auf diese Leute zu hören. Ne? Also, schau dir das nicht mehr an. Immer wenn einer sagt, er hat eine Ahnung, wo eine Aktie hingehen könnte, egal ob das hier auf YouTube ist, ob das ein Analyst einer Bank ist, ob das in einem Börsenbrief ist, ne? Niemand kann es wissen. Selbst wenn die hochbezahlten Leute, erinnerst du dich, ich habe ganz am Anfang des Videos gesagt, was die Jungs verdienen. Und wenn ich jemanden einstelle,
in meinem Unternehmen und ich sage, hey, der muss 100.000 Euro oder der kriegt 100.000 Euro Einstiegsgehalt, das ist ja nicht das, wo es bleibt. Ne? So, das ist Einstiegsgehalt. Wenn ich jemanden für 100.000 Euro einstelle, dann muss der schon was leisten. Und jetzt muss ich einfach mal fragen, wenn die immer so daneben liegen, warum beschäftigen denn dann diese Wall Street Konzerne, diese Wall Street Banken immer noch diese Analysten? Ja, die sind auch nicht dumm. Die sagen, warum soll ich jetzt jemand 100, 200.000 Dollar mehr geben, wenn der quasi immer daneben liegt? Und das ist, was viele nicht verstehen. Ein Analyst ist im Grunde genommen ein Verkäufer. Seine einzige Aufgabe ist es, permanent Papier zu produzieren, heutzutage vielleicht auch online, und Menschen dazu zu bewegen, egal ob private oder institutionelle, zu handeln. Warum? Weil Banken verdienen nur, wenn du handelst. Die verdienen nur, Broker genauso, die verdienen nur, wenn du Umsatz machst. Und Umsatz bedeutet drehen. Wenn du also viel drehst, wenn du sagst, oh, das klingt gut und da muss ich noch rein und da muss ich noch raus. Das heißt also, die sind schon nicht dumm, die wissen ganz genau, warum sie diese Jungs haben. Eigentlich gehören die zur Marketingabteilung, auch wenn sie selber vielleicht gar nicht so richtig sehen. Sie sagen, ich bin ein hoch angesehener Analyst. Jetzt muss man eins sagen, es gibt auch immer mal wieder gute Analysten, aber die Masse liegt eigentlich nahezu immer falsch. So, und deswegen höre auf, dich für die Meinung dieser Leute zu interessieren. Und was passiert jetzt? Du wirst unglaublich Zeit sparen. Du wirst unglaublich Zeit sparen. Und Zeit, das haben wir festgestellt in unserer Praxis, ist das, was am meisten begrenzt ist. Schau dir mal an, hast du jetzt jeden Tag, wenn du jetzt sagen kannst, hey, ich hätte jetzt jeden Tag 1-2 Stunden mehr Zeit, wäre das nicht wahnsinnig hilfreich? Definitiv, deswegen hör auf solche Sachen zu hören. So, und am Endeffekt wird dir das sogar Geld sparen. Und jetzt kommt der andere Punkt. Nutze diese Zeit, das ist die zweite Konsequenz, um lieber dein eigenes Wissen aufzubauen. Wir glauben immer, dass irgendwie Institutionelle, weil sie eben dieses, das ist so ein bisschen wie ein Arzt, kommt einer im weißen Kittel und schon sagen wir, oh, der ist wahnsinnig kompetent. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass nicht alle Ärzte immer wahnsinnig kompetent sind. Und bei Finanzanalysten, bei Finanzinstitutionen ist es auch so, dass die nicht immer alles so kompetent sind, wie wir das meinen. Das heißt also, wenn du jetzt hergehst und sagst, hey, ich anstatt auf die zu hören, investiere ich lieber meine Zeit in mein eigenes Wissen, indem du dich einfach weiterbildest, indem du versuchst zu verstehen, okay, wie funktioniert denn dieses ganze Spiel da an den Märkten? Auf was muss ich denn achten? Sind solche Überraschungen normal? Ist das außergewöhnlich? Wie häufig kommt das vor? Wie kann ich mich dagegen schützen? Wie kann ich davon profitieren? Also wenn du dieses Wissen dir selber aneignest, anstatt auf irgendjemand zu hören, dann wird sich das definitiv in klingende Münze für dich niederschlagen. Also, Konsequenz Nummer 1, höre auf die Meinung anderer zu hören. Und Konsequenz Nummer 2, nutze die dann eingesparte Zeit, um in dein eigenes Wissen zu investieren und dann mehr Geld zu verdienen. Und das ist so die Quintessenz, die du heute hier aus diesem Video mitnehmen sollst. Und du kannst mir selbst ja mal in die Kommentare schreiben, was du denn schon erlebt hast mit so Analystenkommentaren. Wo lagen die denn alle falsch? Wo warst du vielleicht selber involviert? Wo hast du vielleicht selber, frag dich das auch mal, wo hast du vielleicht auch auf eine fachkundige Meinung gehört und hast dadurch jede Menge Geld verloren? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du das mal verstanden hast, ist der Weg zum erfolgreichen Händler, zu jemandem, der ein regelmäßiges Einkommen an der Börse schafft, viel, viel größer, als wenn du sagst, ich muss noch mehr lesen und muss noch mehr Analysten vertrauen. Okay? So, folge mir auf Instagram, wenn du mehr Einblick haben willst, weil dann kriegst du solche Zahlen immer viel, viel eher, dann kriegst du solche Einblicke immer viel, viel eher. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und bis dahin, alles Gute, viel Erfolg.